Hey Freunde und willkommen zu diesem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute erkläre ich euch und zeige euch natürlich auch, wie ihr den Labi-Mod in Minecraft installieren könnt. Das ist ein PvP-Mod, wo ihr beispielsweise eure zweite Hungerleiste seht oder immer angezeigt wird, wie die Stabilität eurer Rüstung ist. Und bei Bed Wars beispielsweise könnt ihr auch einstellen, dass ihr immer seht, wenn das nächste Mal Gold oder Eisen droppt. Also auf jeden Fall eine starke Verbesserung. Ich zeige euch das heute in Kombination mit Optifine. Also, ihr geht zuerst auf die Seite, die ich hier natürlich schon abgespeichert habe. Aber der Link ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Also, ihr seid auf dieser Seite, geht auf Download. Dann nehmt ihr, also empfehlenswert ist natürlich die allerneueste Version. Das downloadet sich jetzt kurz, dauert nicht lang, deswegen werde ich jetzt hier auch keinen Cut einbauen, wäre ja unnötig. So, das ist gleich fertig. So, Rechtsklick, dann zeigen wir, lass uns das mal im Ordner anzeigen, haben das dann hier. Dann mache ich erstmal eine Verknüpfung. Okay, nee, das soll ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich würde das eigentlich ausschneiden und hier auf meinem Desktop einfügen. Ist natürlich wieder nicht da. Denn die ganzen Programme sind ja nicht da. Dann, ja, kann ich das nicht jetzt irgendwie, egal. Sind jetzt halt alle Programme da. Ich wollte das eigentlich so machen, dass ich hier mehr Platz habe. Warum hat er das jetzt so gemacht? Egal. Also, wir haben das jetzt gedownloadet. Dann brauchen wir die Seite eigentlich gar nicht mehr, sondern machen hier einen Doppelklick drauf bei Windows. So, dann sind wir hier, haben hier schon die Modlist, also das ist der einzige Mod, der bis jetzt drauf ist. Und können halt hier unter diesem Link, kommen wir auf eine weitere Seite, die verlinke ich jetzt nicht, weil der Link ist ja einfach da. Kurz wegklicken. Dann seht ihr hier alle Mods, die damit kompatibel sind. So, Shader habe ich schon ausprobiert, es gab mir ein Problem, also bei mir waren einfach bei mehr Spiele einfach nur ein weißer Streifen. Und deswegen müsst ihr halt gucken, ob das bei euch irgendwie anders ist oder ob es an der Version liegt, weil eigentlich steht er hier kompatibel, aber egal. Wir machen es jetzt einfach mit Optifine, holen uns einfach hier die UD5 Optifine-Dingen sind da. Werden weitergeleitet auf diese Seite. Lasst euch einfach nicht von der Werbung interessieren, sondern klickt hier drauf und habt jetzt eine behinderte dritte Werbeseite, die ihr natürlich einfach wegixen könnt. Jetzt drückt ihr nochmal drauf und jetzt downloadet ihr den auch endlich. Scheiß Werbung. So, den würde ich euch empfehlen, zieht ihr einfach auch wieder auf den Desktop, wenn ihr es einfach draufziehen könnt. Keine Ahnung, ich habe da irgendwo in der System schon irgendwas umgestellt, dass ich das halt nicht kann. Ist natürlich perfekt für dieses Tutorial. Weil wenn ich jetzt beispielsweise hier was da draufziehen will, ist da einfach so ein Zeichen, dass es das nicht will. Deswegen lasse ich mir einfach einen Ordner anzeigen, gehe auf Ausschneiden und Einfügen. Gut, da können wir das eigentlich schon wieder schließen. Das brauchen wir auch nicht mehr. Haben jetzt das hier, haben wir diesen Optifine-Mod, den können wir einfach... Warum können wir den jetzt nicht hier reinziehen? Egal, ja, stimmt, wir müssen auf... So, wir müssen erstmal einen Other Mod hier, dann haben wir den hier schon unter Desktop, den Optifine. Also, wenn er halt nicht bei euch nicht unter Desktop ist, sondern... was weiß ich, unter Dokumente oder so. Dann müsst ihr den halt da finden. Aber ich denke mal, das ist kein Problem. Dann klicken wir den Optifine an, gehen auf Öffnen, haben jetzt hier Optifine und Labimod und gehen dann auf Install Labimod. Das dauert kurz, weil, ja, ist halt das Übliche, wenn ihr irgendwas installiert, dauert es meistens eine kurze Zeit. Aber es ist jetzt wieder nicht essentiell lange. Dann kriegt ihr die Nachricht, dass der fertig installiert ist. Dann öffnet ihr einfach Minecraft. Seht dann hier, habt ihr ein neues Profil, Labimod. Geht auf Play. So. Können wir direkt testen, ob das alles geklappt hat. Minecraft, öffne dich. So. Wir sehen jetzt hier eigentlich schon Labimod. Gucken können es unter Optionen, haben hier auch die Labimod Settings.
und können halt einstellen, dass wir Bedwars Teams, das heißt, du siehst, glaube ich, in welchem Team du bist, oder den Ping, der wird dann angezeigt, Kills, FPS, mache ich jetzt einfach mal alles an. Unter Extras könnt ihr dann auch noch einstellen, das stelle ich jetzt einfach mal ein. Oder das hier ist, glaube ich, diese zweite Hungerleiste, das, weil wenn ihr etwas esst, dann weil ihr verliert dann halbe Hungerkeule, esst dann Schnitzel, was ja eigentlich viel mehr als eine halbe Hungerkeule auffüllt, und diese Hungerkeulen gehen ja nicht verloren, die sind einfach in dieser normalerweise unsichtbaren zweiten Hungerleiste drin, die ihr halt mit dem Mod hier sichtbar machen könnt. So, das können wir auch einfach mal anmachen. Ping on Tap, das heißt, wenn Tap öffnet, seht ihr von jedem Spieler den Ping. Das ist eigentlich immer ganz hilfreich. Ach, ich habe ein blödes Mikro. So, könnt ihr irgendwelche Sachen halt alles umstellen, was ihr wollt. Ja, gibt's auf jeden Fall, ich würde mal sagen, große Auswahl, was ihr umstellen könnt. Wir gucken mal, ob wir hier jetzt gerade mal auf irgendeinen vernünftigen Server draufkommen. Also bei Gomme auf jeden Fall funktioniert das auf jeden Fall ziemlich gut. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, ob ich jetzt hier relativ schnell drauf komme. Natürlich nicht. Ach, wir sind sogar schnell drauf. So. Dann sehen wir uns am kurzen Cut wieder, wenn ich in der Runde Bed Wars bin. Dann kann ich euch nämlich zeigen, wie das aussieht. So, wir sind jetzt hier in einer Runde. Und sehen hier, wenn ich jetzt beispielsweise hier den Spieler anvisiere, und mal kurz sehe ich auch, der Spieler da oben links, seht ihr auch, Zotti hat noch 10 Herzen. Oder wenn ich jetzt auf den gehe, sieht man auch, der hat noch 10 Herzen. Ihr habt oben rechts eine FPS-Anzeige. Gerade bei schmucken 200 FPS. So, und jetzt seht ihr auch, oben links seht ihr, in 24 Sekunden droppt Gold. Eisen droppt in 10 Sekunden. Und wenn ihr jetzt, ja, also ihr könnt beispielsweise, wie gerade eben in der Lobby auch schon gesehen, könnt ihr einfach sehen, wie viel Leben der andere Spieler noch hat. Wenn ihr euch unsicher seid, soll ich jetzt doch drauf gehen. Und dann müsst ihr nicht mehr auf riskant spielen. Dann seht ihr oben rechts ist die FPS. Oh, ich hatte gerade 900 FPS. Heftig. Dann die Lapsed-Zeit. Keine Ahnung, was das ist. Ja. Also die Lapsed-Zeit. Dann in welchem Team ihr seid und ob euer Bett noch da ist. Könnt ihr alles sehen. Hier gerade nochmal ein Eisen. So. Das war's dann eigentlich auch schon mit dieser Mod-Installations-Tutorial-Vorschau-Dings. Ja, beste Erklärung. Also, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen, wenn ihr euch diesen eigentlich ziemlich coolen Mod holen wollt. Weil es auf jeden Fall eine Verbesserung. Und ja, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und lasst eine Bewertung da, Däumchen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.